Also Horche, 40 Jahre Pepper. Ich habe graue Haare, du nicht. Wie schaffst du das? Also das ist einfach, weil die Arbeit bei der GEPA so viel Spaß macht. Und seit wie vielen Jahren? 23 Jahre bin ich schon bei der GEPA. Also über die Hälfte? Über die Hälfte bin ich schon da. Mehr als die Hälfte, aber es gibt viele Weltläden und wir wollen Dankeschön sagen. Es gibt viele Weltläden, die schon viel länger dabei sind als sogar du. Genau. 40 Jahre. 40 Jahre. Also wir sagen Dankeschön. 40 Jahre GEPA, was heißt das? Was ist hier gewaltig, ne? Also ich finde das gewaltig, weil als ich bei der GEPA noch nicht angefangen hatte, hieß immer, das ist nur ein Traum und heute sind wir eigentlich in aller Munde. Das stimmt. Munde. Und eigentlich die Weltläden, die eigentlich die Grundlage für uns darstellen, es hieß damals, oh, das machen nur irgendwas so, irgendwie, aber es war nie, ja, die Weltläden. Und heute sind die Weltläden ein wichtiger Bestandteil in fast alle Städte in Deutschland. Und das freue ich mich. Das ist die tragende Säule der GEPA. War immer, ist immer und ich hoffe, dass es so immer bleibt. Ne? Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die wir zusammen mit dem Dachverband haben, der Weltläden in Deutschland, dass wir die Weltläden nicht nur als was Tolles irgendwann in der Vergangenheit sehen, sondern dass die Weltläden sich weiterentwickeln für die Zukunft. Das ist richtig. Das finde ich ganz toll. Ich merke immer wieder, wenn ich mit meinen Kollegen in Europa spreche, es fehlt ihnen einfach. Die Weltläden, als wir sie kennen in Deutschland, das gibt es gar nicht. Also in England gibt es keine Weltläden, doch in Österreich gibt es schon sehr starke Weltläden, aber generell und grundsätzlich, es fehlt vielen Arthurs eine Bewegung, die Weltläden. Und ich muss sagen, uns geht es viel besser dadurch, dass wir diese Zusammenarbeit haben. Also ohne die Weltläden. Ohne die Weltläden hätten wir. Oder sagen wir so, ich glaube, dass die Weltläden nicht nur die tragende Säule für uns als GEPA sind, sondern die Weltläden sind auch die Grundlage für die Glaubwürdigkeit dieser Bewegung. Weil diese Tausenden von Menschen, die ehrenamtlich, ja, die ihre Freizeit opfern für die Gerechtigkeit auf dieser Welt, das ist eine wichtige Grundlage und es schafft auch Glaubwürdigkeit. Ja, weil wir könnten viel tun über Werbung, über Marketing, Presse, aber diese tägliche Arbeit draußen, diese tägliche Arbeit in den, sowohl die großen Aktionen wie auch die kleinen Aktionen, zum Beispiel sonntags, ja, nach dem Gottesdienst oder diese viele Gefrühstück, ja, während der Ferienwoche. Das ist die Grundlage für unsere Glaubwürdigkeit. Also im Namen der Firma GEPA, der Belegschaft, der Mannschaft, aber auch im Namen der vielen Handelspartner, die hinter uns stehen, ein richtig dickes Dankeschön. Machen Sie bitte weiter so, denn ohne Sie, ja, ich möchte es mir nicht vorstellen. Dankeschön für alles. Danke.